Ja, wir haben jetzt jemanden, den kennt ihr sicherlich auch. Oder wenn, dann lernt ihr ihn jetzt kennen. Das ist der Rollo Rolf Ebinghaus aus dem Hanfmuseum. Und ich möchte euch doch einmal darum bitten, weil Nikolaus letztes Jahr war der 20. Geburtstag vom Hanfmuseum. Also ein Happy Birthday ans Hanfmuseum. Rollo, dein Mikro. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die super nette Ansage. Vielen Dank auch für die etwas voreiligen Lorbeeren, denn dieses Jahr im Dezember, genau am 6., werden wir dann endlich 20 Jahre alt. 20 Jahre Hanfmuseum, 18 Jahre, 18 Mal Hanfparade und es sind wieder viele tausend hanfbegeisterte Menschen hier auf der Straße vor der größten Bühne der Hanfparade, vor der Diafem-Bühne, die ermöglicht wurde zum Glück. Und ich bin echt froh und begeistert, dass so viele tausend Menschen hier sind und sagen, diese Scheißpolitik um Cannabis kann so nicht weitergehen. Grünes Licht für die Legalisierung klingt sehr vernünftig, ein bisschen gebremst. Es gab auch schon spontanere Motiv. Aber es fühlt sich fast an, als stünde man vor einer roten Ampel und wartet nur darauf, dass es endlich losgehen kann mit der Legalisierung. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, denn die 18. Hanfparade ist es hier. Seit 20 Jahren gibt es das Hanfmuseum, wo auch viele Menschen dafür arbeiten, dass endlich ein vernünftiger Umgang mit Cannabis in dieser Gesellschaft passieren kann. Und trotzdem ist bis heute nicht wirklich was besser geworden. Vor 20 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht, das höchste Gericht hier im Lande, das sogenannte Cannabis-Urteil gesprochen. Der Dr. Neskowitsch, ein Richter aus Lübeck, hat beim Bundesverfassungsgericht geklagt, dass die Verfolgung von Cannabis gegen das Übermaßverbot verstößt, gegen das Gleichbehandlungsverbot und gegen jegliche Verhältnismäßigkeit. Und er hat recht. Er hat bis heute recht. Und obwohl das Bundesverfassungsgericht dem nicht ganz widersprechen konnte, hat sich bis heute nicht wirklich was geändert. Nicht alle Bundesländer haben straffreie Höchstmengen. Immer noch werden Menschen für nichts verfolgt, die keinem was zuleide tun. Ja, ich halte mich kürzer. Das stimmt, bevor ich euch weiter langweile, ganz kurz vielen Dank an die vielen aktiven Leute, die diese große Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht haben. Viele kennt ihr aus den sozialen Netzbüchern, aus den sozialen Netzwerken. Viele kennt ihr von den Plakaten, die uns hier unterstützt haben, auch finanziell. Ganz viel Menschen, Kraft und Arbeit ist hier hinter und es ist super, dass ihr es dankt dafür, dass ihr hier seid und eine wunderbare Abschlussveranstaltung macht und eine ganz klare Aussage dafür, dass Cannabis ersatzlos aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen werden muss. Dafür, dass alle, die wegen Cannabis gefangen sind, sofort freizulassen sind. Und nicht zu vergessen, die gesamten Folgeschäden. Wie viele Menschen wurden verfolgt für nichts und haben Ärger bekommen für nichts? Das muss entschädigt werden, weil Cannabisverbot ist Unrecht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Abend. Vielen Dank, Rollo.